Dann viel Spaß, los geht's. Ich sitze auf zwei Decken und habe ein Kissen auf meinem Schoß. Oh nein. Okay, was habe ich jetzt, was habe ich mir gerade ausgedacht gehabt? Ah ja, genau. Das will ich sehen. Oh. Jetzt will ich auch sehen, was ich geschrieben habe. Bei der Kitzwolf, weder wenn es Wolf hat. Na, warum, wenn ich es wieder kriege? Ja, ich habe extra nochmal eine Erklärung mit dran gemacht. Noch eine Erklärung? Oh, ja. Okay. Jetzt kommt's. Wird eh nicht durchkommen, aber. Das hört sich ja an, als, als wenn, du diese Person nicht als intelligent einschätzt. Nein, ja, das geht nicht um die Intelligenz. Noch rangegangen. Oh Gott. Oh, das ist. Ich glaube, das hat nicht geil. Gekriegt. Oh, das finde ich super. Okay, wie mache ich das? Ich finde das super, auch wie mache ich das? Soll ich denn das zeichnen? Genau. Wie mache ich das? Oh, Torra, wenn du das warst. Oh Gott. Hast du am Ende, hast du am Ende ein Wort in Klammern hinten dran stehen? Ja, dann bist du das. Kann sein, dass ich das war. Oh Gott. Okay. Aber du kennst es, was es ist. Das ist schon ein Vollkorn. Gut. Oh Mann, Liz, kann ich zeichnen? Das war, glaube ich, kein. Das war, glaube ich, nicht der letzte. Oh Mann. Aus den Breaking News. Ist alles viel zu braun hier. Fertig. Shit. Nein. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht ansatzweise fertig. Selbst wenn ich jetzt noch was anderes dazu male, ich habe auf fertig geklickt. Nein. Du kannst bearbeiten klicken. Ja, aber es zählt trotzdem als fertig. Nein. Mm-mm. Doch. Nein. Nee. Nein. Kannst es bearbeiten. Geht nicht. Dann hat jemand noch anderen. Dann werden trotzdem zwei Leute gezählt. Ich bearbeite es jetzt gerne noch. Jetzt ist Miller weg. Jetzt ist weg. Oh, gut. So, ob man das erkennt. Oh, scheiße. Damit man es erkennt, schreibe ich noch was drüber. Schon wieder einer fertig, oh Mann. Ich immer mit meinen Sprechblasen. Ja, ich bin immer noch fertig. Sehr gut. Ich finde das schön, wie du Panik kriegst. Ja, wenn du wüsstest, was ich sage. Das Schlimme ist, ich weiß, wieso er Panik kriegt und ich kann seine Panik verstehen. Hallo, hör auf, dir Tipps zu geben. So funktioniert das Spiel. So, nee, er hat eindeutig meins gekriegt. Und ich weiß, was ich geschrieben habe. Ja, Red, gib dir Mühe. Ja. Echt, ey, genau. Gib dir einfach mal Mühe. Da genau, gib dir Mühe. So schwer ist das nicht. Streng dich an. Jetzt streng dich mal an hier. So, ich hatte auch mal mit dieses Gammel mit Inhalt und weiß ich nicht und so, ne? Also, was hab ich hingemalt? Eine Gammelgranate und war genau richtig. Was ist in Dorfdeutsch? Heißt die Gammelgranate? War richtig. Ja, da war ich dabei. Ja. Was ist denn eine Gammelgranate? Ja, ist ja eine, genau. Tja. Das ist auf Deutsch, die Gemmelgranate. Das ist eine vom im Zweiten Weltkrieg eben halt eine Panzergranate eben. Ach so. Ich dachte, das wäre ein Spielinsider. Nein. Spielinsider. Also, ich hatte 5 Jahre lang alles zum Zweiten Weltkrieg, aber über sowas haben wir nicht geredet. Der Hund, den also, was ich glaube, das ist okay, was ich gezeichnet habe. Ich glaube, damit bin ich durch. Ja, denke ich auch. Lass mal so. Ja, lassen wir doch mal so, oder? Der Hund, den ich gerade gezeichnet habe, der erinnert mich flammt an diese. Kennt ihr diese Serie, diese Zeichentrickserie hier von
die bei der Sendung mit der Maus ab und zu mal gelaufen ist, die, ich weiß nicht, wie sie, wo es dann ein Hund mit dem, unten. Mit dem Maulwurf? Nee, wo es ein Hund, wo es ein Hund und einen alten Mann gibt in dieser Zeichner, in diesem ganz flackernden Zeichner. Schoner Schaf. Wie ist das? Nee, Schoner Schaf. Schoner Schaf. Nee, das war so irgendwie ein ganz unbekannter, nicht Schoner Schaf. Das war ein Hund und ein Stall. Nee, ein Hund und ein alter Mann lebt allein in einem Haus und, ja, und der Hund kann sprechen und der alte Mann. Aber nur die beiden. Nee, der Hund kann nicht sprechen. Gromit war doch nicht bei. Nee, der kann nicht sprechen. Ist das doch auch Knete. Das ist kein Zeichentrick. Nee, das ist nicht aus Knete, das ist Zeichentrick. Das ist so eine. Das ist eine relativ unbekannte. Das lief immer als kurzer Sketch immer bei der Sendung mit der Maus. Wenn ich wüsste, wie das heißt, dann könnte ich das sagen. Da ist kein Schaf mit, nur der Hund und nur der. Ich hab jede Sendung mit der Maus gesehen. Was meinst du? Das ist so ein richtig gezeichneter Stil. Das ist so ein richtig schraffiertes. Wenn es mir wieder einfällt, sage ich den Namen. Ich muss mal. Ich habe absolut keine Ahnung, ich hab was auch du keine Ahnung. Also, ich habe schon ewig keine Sendung mit der Maus gesehen. Sendung. Oder die heißt. Ich dachte, du meinst jetzt gerade diesen komischen pinken Hund, der. Was ist das denn? Na, der Hund hatte so ein. Der Hund hat so ein Netzchen um, was so ein orangenes Netzchen, was da. Hund? Keine Ahnung. Ich habe meine Zeichnung. Ich hab keine Ahnung, okay. Ich habe gerade auch null Ahnung, was. Was sei. Okay. What? Ah. Aber ich glaube, oh, das kommt nicht durch, Thoram. Oh Gott. Nochmal was? Ich weiß nicht mal wie. Ich glaube, das kommt nicht durch, was du. Ich glaube, ich auch nicht. Ich weiß nicht, was ich da beschreiben soll. Ja. Wie hieß denn diese Note? Ich würde es euch gerne sagen. Von Liz. Ja. Ja, also ich vermute ganz stark, das, was ich habe, ist von Liz gemalt worden. Oh. Ja. Das sieht großartig aus. Was? Yes. Okay, was? Was denn das? Was denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche mein Bestes. Tut mir leid. Oh, fuck it. Alter. Er wird niemals durchkommen, weil ich der Zeit, Alter. Was Leute hier immer glauben, was andere Leute kennen, ist echt erstaunlich. Ey, vor allem wie. Boah, was soll man. Wie soll man. Ich kann nicht trauen, wer denn malen. Nee, warte mal, das mache ich lieber so. So. Das ist nochmal neu. Das ist doch so was. Okay. Wer denkt sich so was aus? Ja, mittlerweile Wolf, ist es ja so weit, dass es interpretiert wurde, die Zeichnung. Also das heißt, das muss gar nicht mal mit dem Original noch zu tun haben. Ich weiß, aber wie kann man nur das gelesen haben? Oder gesehen haben? Oh, aber es ist denn jetzt runtergefallen? Kacke. Wie soll ich denn das Tier jetzt... Was ich mir die ganze Zeit überlege, welche Scheißsendung? Ich frage mich auch, ich weiß, wie das heißt, frage ich mich die ganze Zeit. Würde ich euch gerne sagen, das ist. Ich recherchiere es gleich mal, wenn die Runden vorbei ist, dann gucke ich mal, wie das war. Okay, jetzt muss ich da oben was hinmalen, ich habe keine Ahnung, was es ist. Okay. Wie soll ich denn dieses Tier malen? Das ist. Ich hoffe, ich finde es nachher raus, die Serie. Die lief auch nur in der Sendung mit der Maus, nirgendwo anders. Das ist eine richtig exklusive Sache, die ist. Das sieht so schlimm aus. Ja, was, wie sieht meins aus? Es könnte auch ein Bär sein. Verrat uns nicht, was du malst. Halt kein Bär. Also Proportionen sind auch nicht so mein Ding. Ja, oh, meine ich auch hab nicht. So keine Ahnung. Irgendwie so? Oh Leute, ich habe das so alles nicht gesehen. Ach du Kacke.
Da habe ich ja fast was übersehen. Schön, das mal, was da steht. Ja, ja, ich habe ein Detail fast übersehen. I don't. Oh, ich glaube. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, die Person hat die Person gemeint. Oh Mann, keine Ahnung, okay. Das sieht bescheuert aus. Vielleicht erkennt man's. Was soll's? Ist nicht mehr zu retten. Viel Spaß beim Erraten. Schon bei der WDR-Maus verstehe. Ich gucke, weil ich ja schon fertig bin, weil. Mach ich jetzt auch. Hier, da habe ich doch. Krawinkel hieß das. Was? Nachtgeschichten Krawinkel und Eckstein. Ich habe die Sendung. Die Sendung mit der Maus, Zeichentrick, Hund und alter Mann habe ich gegoogelt. Krawinkel und Eckstein. Das Leben noch nicht gehört. Mal. Das lief immer bei der. Habe ich noch nie gesehen. Krawinkel. Was ich immer am besten fand, waren die Geschichten aus der Gruppe. Krawinkel und der Hund hieß Krawinkel oder der das Tier hieß Eckstein und es war immer die ein einsames mein Hütchen dort das? Alter. Ein einsames Hütchen im Wald auf einem Acker und der Hund, das sah immer richtig gruselig aus, der Zeichenstil, aber ich mochte es irgendwie. Was ich ganz gruselig finde, sind der Löwe und der Bär von den Teletubbies. Teletubbies, also die Teletubbies. Hast du was angetan? Die hatten einen Löwen. Also Krawinkel ist eine flugunfähige Krähe und sein bester Freund ist der Hund Lupus Wolfram von Eckstein. Ja, und da gibt es auch noch einen alten Mann. Teletubbies kenne ich nur noch den Staubsauger. Was, das ist eine Krähe? Das ist eine. Das ist eine Krähe. Ja. Der alte Mann ist eine Krähe. Das ist eine flugunfähige Krähe und ein Hund. Ah, meine Wolf. Kindheit. Meine Kindheit. Oh, das ist ja pervers. Okay. Aber die Krähe ist doch, die benimmt sich doch wie ein Mensch. Das ist doch. Jetzt kriege ich Albträume. Huch. Meine Tastatur ist so gut, die schreibt immer wieder. Ich habe die Buchstaben I, M und E werden bei mir gut und gerne doppelt gedrückt auf meine Tastatur. Ich glaube, meine Tastatur ist einfach im Arsch langsam. Das heißt, es ist richtig geil, in dem Moment, wo du Passwörter oder sowas eingibst. Und du gibst das Passwort dreimal ein. Denkst, das kann nicht sein, ich schreibe es definitiv richtig. Ich habe das schon oft genug richtig eingeschrieben. Aber wenn halt dann I, E oder M. Ist denn irgendwie nicht sauber? Die Tastatur? Ja. Wenn du mit regelmäßig nie meinst, ja. Definitiv. Was zum Henker? Okay, what? Okay. Okay. Was? Wieso ich denn das okay. mal? Wie ist denn, wie sieht ein. Ja, wie sieht genau. ein Hm aus? Ja, okay, warte, wir malen das. Ein was? Das kriegen wir easy hin. Ein was? Wenn du meinst das, ne? Das habe ich gesehen, will ich dir nur sagen, ne? Ein was? Ein was, ja. Also das hier kriege ich easy hin. Okay, ich mal erstmal das andere. Also zumindest einen Teil davon kriege ich wahrscheinlich easy hin. Ich habe keine Idee, wie ich. Oder wollen wir erstmal die Person malen, um was es ging? Oh, shit! Keine Ahnung mehr, egal. So eine Art, whatever. Alter, was? Soll ich malen? Okay. What? Okay. Okay.
die Auflösung wird gleich lustig. Das ist... Warum gibt es kein anderes Rot? Gibt's, wenn du unten auf das große Feld klickst, kannst du alle Farben auswählen. Das habe ich noch nie gemacht. Ach so, guck mal an. Ich habe nur mit den Farben gemalt, die da waren. Was für ein großes Feld. Ah! Genau da. Habe ich auch nie gemacht. Oh, danke. Ich komme einfach mit den Farben klar. Warte mal, eigentlich müssen wann braucht man denn so viele Farben? Boah, die ganze Zeit. Ja, aber zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel so eine große Box mit ganz vielen Buntstiften für meine Mandalas. Hin, weil ich echt keine andere Idee habe. Also wenn diese Person sieht, ne, da tut mir leid. Also, dass ich, wie ihr seid, ich kann nicht gut Personen zeichnen, aber ich habe die Person so gut hingekriegt, wie ich sie aus dem Gedächtnis kenne. Und ihr und seine Zeichnungen auch, also. Werd ich schon wieder gezeichnet, oder was? Ja, genau. Ich zeichne mal, ne? Ich nehm einen Gartenzwerg und, ne? Er zeichnet sich. I don't know, ich glaube, das ist okay. Ja, was ach soll so, ich sonst? Wie ich das anders machen soll? Gammon-Granate, auch Schinkenbombe genannt, ne? Die ganzen Zwerge, habe ich jetzt voll Bock, Gnomio und Julia zu gucken. Was, Gnomio und Julia? Ach so. Gnomio und Julia. Ja, bitte. Ja, okay, ja. Wenn er sowas schreibt, dann kriegt er von ihm... Wie scheiße ist der? Der Film? Ja. Ein 12? Nein, der Film ist ganz cool. Ja, ist der cool? Also... Das ist halt, er ist so lala. Es ist halt, glaube ich, jetzt nicht unbedingt was für Männer, wenn ich ehrlich bin, aber... Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich kann euch sagen, ja, die Gammon-Granate ist aus den Großbritannien, ja, also kommt aus Großbritannien, wird aber von den Großbritannien benutzt, aber von Kanada und auch von den Amerikanern. Und die war im Zweiten Weltkrieg. Da war ich leider nicht, deswegen kenne ich mich da nicht aus. Ja, das weiß ich selber, dass du da nicht warst. Ich glaube mal, wir alle waren da noch nicht. Also, Im Zweiten Weltkrieg? Ja, da steht World War II. World War II? Also, ich habe ja eine Zeitmaschine und bin ja war gestern... Auch, warte mal. Gammon Bomb, Date March 1944. Ich bin mir ja nicht mal sicher, ob ich ein Millennial oder Gen Z bin. What? Die ist... Ja. Welche Gens was sind, weiß ich inzwischen auch nicht mehr. Da blicke ich auch nicht mehr durch. Die Millennials sind eigentlich von 1980 bis 1995. Ja, aber es zählt dann immer noch genau. Ein bisschen dazwischen wieder. Und die Gen Z ist aber auch von 95 bis 2010. Das Problem ist, da wir so viel überschneidend haben in diesem 90er-Bereich, weiß niemand mehr, was ist. Aber das schlüsselt sich dann auch noch aus nach deiner mentalen Einstellung, wie du da zu gewissen politischen Sachen stehst. Insofern bist ja, dann oder welche Klamotten, welche Musik kannst du gehört hast. Du kannst 1980 geboren sein, du kannst trotzdem Generation Z sein, weil deine Einstellungen. Ach du Scheiße. Okay. Ach, warum schreib ich bescheuert? Wieso du bescheuert weißt, schreibst, weiß keiner. Bescheuert! Jetzt hätte ich fast. Alter, das ist nicht gut beim Schreiben zu reden. Jetzt hätte ich auf anstatt Wachsmalstifte, Wichsmalstifte. Ja, lassen wir es. Ja. Alles klar. Also. Brent, okay. Warst du das? Okay, ich weiß nicht, was das hier sein soll, aber okay. Viel Spaß beim Zeichnen. Blaue Katze. Was ist das? Aha, okay. Alter, wie soll man das zeichnen? Leute, warum werdet ihr so gewalttätig? Gewalttätig? Scheiße, wie soll man das? Oha. Ich glaube, es ist ja das, was ich beschrieben habe. Was zur Hölle? Wenn es gewalttätig ist. Jetzt wären wir gewalttätig? Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, aber richtig. Mann, warum wird das nicht so platziert, wie ich es möchte? Dann passiert da immer das. Wie soll ich denn jetzt? Okay, schreib es einfach drüber. So. Ja. Hm.
hier ein bisschen schraffieren. Tja. The fuck. Okay, jetzt würde ich so. Bom, 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 bom. Das ist doof, wenn man sehr viele Farben. Da muss man erstmal gucken, ja, wo war da? Dies, da. Und der hält auf. Sowas. Oder? Ich wollte schon gerade sagen, wer ist da fertig? Wer ist da schon wieder Stress? Ich bin eigentlich fertig, aber ich mal gerade noch so ein bisschen dieses Gartic vorne im Hintergrund weg. Stört mich. Okay. Das stört mir total. Genau, das stört mich. Dieses Gartic vorne. Warum muss denn dieses Ding da immer im Hintergrund sein? Als Präsentation für das Spiel? Ja. Wir sind doch auf dem Spiel, es steht doch überall Gartic Phone. Wie viel mehr will man sich denn präsentieren? Dass wenn du dir das runterlädst als Gift, ja. dass du dann das nicht als dein Kunstwerk ausgehen kannst, sondern das dass du mit Gartic Phone zusammenhängt. Du kannst es doch wegradieren. Das macht doch so wie dass dein Wasserzeichen drin ist in deinem Zeichen. So. Dass du das nicht verkaufen kannst. Wasserzeichen. Fertig. Hey Noah, grüß dich. Doch, wir sind fertig, Leute. Ey, wir sind locker fertig. Wer jetzt noch nicht fertig ist, ey. Nein, jetzt lügst du, aber ich noch nicht. Ich bin noch Gott, nicht so richtig. Das kann man eh nicht erkennen, aber besser krieg ich's nicht hin. Ja, ich kann es doch ein bisschen bearbeiten. Dir? Eine schwarze Katze. Hey, dafür habe ich den Jens gezeichnet. Nein. Hey, ja, mach mal hier keinen Stress, ey. Du kannst ruhig mit den jungen Bullen, ey. Mit den jungen Bohnen? Nein, zu denen. Was wird den Bullen, hat er gesagt. Ja, Jonas entschuldigt sich jetzt schon, sagt er. Ah, Jonas, das wird schon alles gut sein. Ich entschuldige mich für das gesamte Spiel jetzt hier. Das ist ein Teil des Spiels. Alter, wenn man ernsthaft zweit und ich denke, dann denkt man auch nur noch, Alter. Scheiße. Also wenn ich hier einige Zeichnungen sehe, bin ich doch schon. Ich hab ein Monster erschaffen, also wieder. Man kann nur wieder eindeutig mal denken. Zweideutig, ehrlich gesagt. Also ich wechsle von der Qualität von Bild zu Bild, muss ich sagen. Hm. Okay, okay. Okay. Also ich glaube, es wird langsam merkwürdig. Langsam? Es wurde merkwürdig nach den zweiten Malen bei mir. Langsam wird es. Da wurde es wieder. Langsam wird es bizarro. Warum kriege ich eigentlich so einen Mist? Bizarro-Welt. Das ist also seltsam war es in der zweiten Runde mittlerweile. Naja. Was ist das denn? What? Jetzt wird hier Englisch-Deutsch. Was ist das denn malen? Was? Oh, okay. Das ist ja goldig. Okay. Goldig. Den Satz muss ich erstmal verstehen. Ja, dann. Okay, bin Farbe, ich warte. Das Tier, die Handlung. Der Mensch. Okay, keine Ahnung. Scheiße, welche Farbe hat der eigentlich? Die Handlung, der Mensch. Ich muss mir den Satz erstmal erschließen. Ich verstehe den nicht. Das ist. Denk dir einfach deinen Teil und mal drauf los. Die Zeit rennt. Wie? Wie? Okay. Wie? Okay. Du hast da so kleine Stiftchen. Okay, weißt du, das muss verschiedene Dimensionen hier mal. Das wird hier wirklich langsam seltsam. Sag ich doch. Das ist aber. Das ist,
Also die andere Art von seltsam, das ist hier wirklich. Es wird hier wirklich abstrus. Hab ich doch gesagt. Aber mir wollte ja niemand glauben. oh Gott, wie male ich das denn jetzt? Okay. 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 Ja, das frage ich mich auch gerade. Oh, ich habe eine Idee. Der Frieden, die Idee. Das kann sich doch keiner ausdenken. Das muss, das ist, was hier gerade passiert ist, ist. Hier geht einer. Wie wir heute Nacht noch von Albtraum haben. Anscheinend kann sich das ja schon jemand ausdenken, wenn es da. Okay. Ich bin gespannt auf die Auflösung. Du, ich bin wirklich einer, wirklich gespannt auf den, der meinen zweiten oder den zweiten Satz oder den zweiten Satz mir gegeben hat. Wie kann man nur da drauf? Das will ich wissen. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist wie so, das ist doch. Nicht denken, malen. Ja, denken. Denken ist hier auch wirklich. Vergebens. Okay, jetzt muss ich das noch malen. So. Ah, aber nicht schlecht. Ich bin fertig. Alter, yay. Julia. Ja. Willst du schon wieder an zu stressen? Warum? Ich bin auch fertig. Alter, der Nächste. Ja. Ich war schon vorher fertig. Ein für mich wichtiges Detail vergessen. Ja? Warte, so. Ja, das muss das. Ah, genau. So ist das muss da zwar nicht rein, aber dann sieht das ganze Bild viel schöner aus. So. Ha, fertig. Das letzte Mal zeichnen jetzt. Ja, danach müssen wir noch einen Text schreiben. Da sind wir schon durch. Yay. Also bemühen. Yay. Bemühe yourself. Ja, gut. Oh, noch nicht, die Zeit läuft ab. Oh mein Gott. Die Ohren, so schnell Thema wechseln. Man muss sich Zeit lassen. Oh, die Zeit rennt ja doch noch. Ich glaube, ich habe es relativ schön gemalt. Ich weiß nicht, wie ich das hätte besser malen können. Du hast noch gut 10 Sekunden. Kein Druck. Ich bin ganz wirklich gespannt. Ja. Schnell. Ja, ich bin auch gespannt, was alles passiert ist jetzt, ja. Alter. Mach hin. 3, 2, 1. Zu früh gezählt. Was ist das denn? Was? Okay. 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 Das ist doch genau das. Ich hoffe mal, das war jetzt so richtig. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Das wird lustig. Das wird lustig. Okay. Let's go. Was hat sich denn Liz ausgedacht gehabt? Das weiß ich schon fast gar nicht mehr. Ach ja, ein Biber wurde ein Damm aus Bleistift. Ach, ja, gut, war ich angekommen. Da ist okay, ein das habe ich gesehen. Das ist sehr. Aha, das sieht aus wie Buntstifte. Biber kaut Farbstifte, die im Wasser schwimmen. Okay. Das Bild war geil. Das ist gut. Ja. Biber frisst im Fluss bunte Stifte. okay. Biber mit Wachsmalstiften. Das sind eindeutig Bleistifte. Und jetzt habe ich Wachsmalstifte rausgemacht. Aber wieso hat der Biber ein Dildo in der Hand? Ja, das habe ich mich auch gewundert. Ja. Das ist schon leer. Das habe ich doch gesagt, man kann zweideutig denken, ihr Schweine, okay. Das kann nicht sein.
Stand anzuwachsen. Was? Der feuert an. Oh, wachs okay. Mal, Stifte. Wachs mal. Okay. Oh, Lul. Wachs mal, Stifte. Das sagt auch zum, sagt auch ein großer Stift zum kleinen Stift. Wachs mal, Stift. Wachs mal, Stift. Oh Gott. Ein Baby hat das. Was habt ihr denn hier gehabt? Das ist ein Gott sagt, da war ja auch ein Biber. Warum die Nippel eigentlich? Ach, das war ein Biber. Ach so. Ja. Sorry. Was hatten die bitte schon irritiert? Wo ist das denn ein Eichhörnchen? Sorry. Was hat mich irritiert? Die Nippel? Boom. Das sieht aus wie süße Katze. Eine Kugelbild. Nein, das nächste Bild bitte nicht zeigen. Nein. Oh no. Thoram, so viel Detail. So viel Detail, Liebe. Ja, aber es ist wieder zum Biber geworden. Ja, sehr schön. Es ist wieder zum Biber geworden. Wow. Aber wo ist das Gemälde also einfach, wenn man jemand denkt, das ist ein Eichhörn, das ist der einen Baum frisst, ne? Halleluja. Das wird eigentlich eine Axt sein, aber na gut. Eine Axt? Die Axt wo ist die Axt geblieben? Wo ist, wo ist das Gemälde geblieben? Eine Axt zu malen, ist natürlich schon ein bisschen ambitioniert. Ja. Wo ist das Bild geblieben? Ich dachte, das sind Zähne. Red, Harry Potter als Hulk. Nein. Version. Nein. Ist ach, nicht bei mir angekommen. Ist oh. Nicht. Eindeutig. Ja. Ich weiß nicht, wo es eine Abbiegung genommen hat, aber... Ich glaube, es ist... Oh, ist oh, eine... oh mein Gott, okay. Ich glaube, am Ende ist Yoda rausgekommen. Ich weiß, wo es landet. Ich weiß, wo es landet. Ja, das wusste ich. Alles klar. Mensch. Also, ob du einen Blitz auf der Stirn hast oder davon getroffen wirst. Gespalten. Oh, nee, das ist doch da nicht Yoda. Yoda ist woanders hin. Warum nicht, ne? Sehr schön. Oh, ja. Okay, er stirbt. Ja. Okay. Ich hätte über die X nicht schreiben sollen. Sehr, sehr schön. Sehr gut. Vom Harry Potter zum... Was zum hat sich der Wolf ausgedacht? Eine Beefy-Salami geht in einen Veganer-Laden. Da kommt der Veganer in der Laden. Das für eine Beefy? Geile Beefy. Das ist Kaugummi. Beefy, Halb-Pommes. Das ist sehr schön. Ein Veggie-Shop. Ah, da kommt die Katja her. Aber das hat sich hier ein bisschen durchgezogen. Ja. Ja. Also zumindest ist das bei mir angekommen, zum Teil. Beef geht in eine Katjes-Fabrik. Das war bis zum Schluss mit Katjes. So geile Beefy, Alter. Ey, das ist ja ein Beefy-Brot, ja. Also. Voll die, ja. Das ist voll die groovende Beefy, ist das. Da kommt das Tanzen her. Ich sah aus, als würde sie tanzen. Ja. Lilly. Das ist ja der Kackwurst, wenn man denkt, die vibriert. Woran du schon wieder denkst, ey. Achso, oh, und ihr mit eurem Dildo oder was? Oh, mit jetzt mit kommt das, was ich bekommen habe von Thoram. Oh nein. Oh ja, aber ist doch geil. Also die Beefy ist durchgegangen. Ist nicht schlecht. Okay, Thoram. Ja, weil er immer Beefy stand. Die Legende, Airwolf. Ja, den kenne ich aber. Ja? Wie ist das? Okay, ich glaube, da kam was ganz anderes raus. Oha. Ja. Ich habe versucht, das zu malen. Und wenn du es schwarz gemacht hättest, ist es zu bald. Mann mit langer Nase wirft etwas auf Delfin. Ach, Scheiße. Ach, du Schreck. Okay. Ja. Aber ich weiß, wo es landet. Und das hat was? Ach ja, das sind die. Ach, das soll Spermien sein. Sind die nicht weiß anstatt rosa? Das ist ein Würmer. Ja, ist ein Würmer geworden. Ich dachte mir so, WTF, was soll das sein? Was zur Hölle? Das hat das okay. So ein sehr schön. Viele Turns genommen. Delfin. Ja. Zum Beispiel der Airwolf hat nicht mal irgendein Zeichen, sondern das ist einfach nur ein Tarnkappenhelikopter. Mehr ist das nicht. Ja, aber er hat es genau als schwarz gemacht. Ja, ich war noch nicht fertig. Das ist alles gut. So, ey, Julia. Das ist das, was ich gezeichnet habe eigentlich? Ich wollte auch nicht Airwolf schreiben. Wollte ich auch nicht. Aber wie Julia das Treffen von den Delfinen und den Würmern gemalt hat, finde ich auch wunderbar. Oh, danke schön. Jetzt geht's gleich weiter mit dir.
Jawohl. So, Julian, nein. Minecraft Enderman findet scharf. Oh, da war ich noch. Oh nein. Gott, das nein. war sowas. Nein. Nein. Never. Nein, das ist, glaube ich, so, in eine... Was mache ich damit? Das ist in eine komplett andere Richtung gegangen. Ja, das ist komplett... Oh nein, scharf. Oh nein, ich Schaf. Oh, ein Schaf. Da steht ein Schaf. Wo ja, hast du ja, oh, da habe ich ein Nein draus gemacht. Ach, warum? Oh, aber man mag der mich. Ja, und deswegen habe ich das gemacht. Ach, das pinke Schaf. Das pinke Schaf habe ich auch bekommen. Ich frage mich, wie es zu dem geworden ist, was bei mir gleich ankommt. Warum habe ich ja, warum ein pinkes Schaf? Das pinke Schaf habe ich auch, aber ich habe was ganz anderes gemalt. Aber beim jetzt weiß ich, wie es bei mir angekommen ist. Schon für Wanderer im Wahl. Weil Wald nicht mit das D gefehlt hat. Das D hat gefehlt am Ende. An den Wanderer habe ich sehr schön gemalt. Guck mal, das Ahab. Also ich finde, den Wanderer habe ich sehr schön gemalt. Bei Ninja Girl, beim Wald. Ja. Deswegen, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso ist es zum Wal geworden? Ja, als ich das gelesen habe, beim Akt erwischt, dachte ich, was ist hier los? Was soll ich heißen? Der Enderman wollte nur das Schaf sehen. Mehr wollte ich nicht. Ja, Entschuldigung, dass ich da noch einen Block hingemalt habe. Da tut mir aber leid. Von Details, ne? Details. Ich wusste nicht, dass dann der Enderman dann diesen Block durchnimmt. Da kann ich nicht so viel. Da war ich verwirrt, Wanderer, ey, das, rosa das Schaf, Wanderer im Wald. Wahnsinn. Wahl. Oh Mann, ey. Wo ist denn jetzt eigentlich meins? Ja, aber Liz ist nicht mehr vertrauenswürdig. Da bin ich mal gespannt, wie man das zeichnet. Ja, das Mensch, das ist ein internationales Zeichen für Liz. Ja. Red wusste sofort, ah ja, klar, ist der Liz. Und vertrauenswürdig ist das. Ob oh, das no longer trustworthy geblieben ja. Wird, leid. Ist das keine Ahnung. Hat das jemand Alter, noch jemand gesehen? Die Augen wurden schwarz. Liz ist zum Ghoul geworden. Ja. Auf einmal ist er wieder vertrauenswürdig. Ja. Ah, okay. Also, zum Gollum. Gott sei Dank 1 Euro. Gott. Hier hast du 1 Euro. Oh, goldig. Engel im Wolke, gib mal 1 Euro. Okay. Okay. Ihr kauft den Kaffee. Ihr kauft den Kaffee. Also Gott hat für mich keinen Heiligenschein und einen Bart oder so, keine Ahnung. Also das Liz ja. ist nicht mehr vertrauenswürdig, ist Gott, Gott besticht dein Kind geworden. Das ist sehr ja. schön. Engel, nee, Engel ist groß geworden. Egal. Oh Mann. Ninja Girl, schau mal, Affe auf dem Berg. Nein, nein, ein Affe auf dem Berg. Berg ist durchgekommen, oh, aber nein. nicht Affe. Oh, nein. Definitiv nicht. Ein nackter braune Person. Nein, ich hab dir noch was zugemalt. Jetzt weiß ich. Okay. Da fehlt was. Ich hab das. Da fehlt doch was. Ich stehe hier. Und ja, da warst du anscheinend nicht fertig. Das habe ich auch reingeschrieben. Alter, der ist braun. Woher kommt eine Person? Ich dachte, Julia war immer als erstes fertig. War ich auch, aber das Ding hatte oben ein Schwänzchen. Schwänzchen. Wo hab ich das Schwänzchen? Hab ich nicht gesehen. Oh. Der arme Yoda ist aber schlecht. Baby Yoda. Ach klar. Ach, Baby Yoda. Ach, so entstanden ist der braune Person. Baby Yoda, so süß. Und frisst ein okay. Spaghetti Bolognese. Ah. Da kam ich auch auf den. Da kam ich auch auf die Sendung, da, weil der Hund mich so ein bisschen dran erinnert hat. Hund frisst Spaghetti und Wout. Und ich weiß, diese Krähe ist. Oh, ich bin nein, nicht mein Kind, das zerstört. Das liegt an mir. Ja gut, aber dass du das nicht als Spaghetti gesehen hast, das kann man verstehen. Ich bin aber froh, dass er das überhaupt als Hund erkannt hat. Ja, naja, beim Wuff. Das ist eine Krähe mit rotem Mantel. Achso, ja, okay. Ich muss gerade auf mein Leben klarkommen. Der heißt Wautzen. Das ist sein letztes Mal. Ja, das hat ihm ja auch gerade bei dem ja, aber wollte ich dichtet gerne Sachen ganz schön um. Ja, das ist. Das ist alles, aber kein Hund. Ja, klar, aber warum hast du einen Hund da erkannt? Ja, wegen Wuff, Wuff. Wuff, Wuff. Wuff, Wuff, yummy. Kann auch der Affe sein, der Wuff, Wuff macht. Wuff, Wuff. Ja, aber schau mal, was sich Jonas ausgedacht hat. Einziger Wolf ist Jonas alleine, Jonas traurig. Nein, ja. Genau. Das war niemals an. Nein. Das hab ich gekriegt als erstes. Ach du Scheiße. Ah, das war nicht schlecht. Ich verkackt.
Grauer. Ach so, jetzt weißt du. Ja, Dino. Das war mein perfekt gezeichnet. Also ich hab daraus den Wollhof. Da hatte ich absolut keine Ahnung mehr, was zeichnen soll. Oh Gott, da habe ich gedacht, was, ja, was ist das für eine Kreatur? Ja, das habe ich mir auch gedacht, als du Wolfosaurus geschrieben hast. Ja, ja, natürlich. Das habe ich mir auch gedacht, Wolfosaurus, was soll denn das sein? Oha. Der ist grün. Der ist der grün? Ja. Der Buschmann. Der Buschmann. Ey, Schreck, was machst du hier? Hulk auf einmal. Hulk. Okay, das ist Hulk. Oh, guck mal, am Ende ist Hulk wieder da. Ja, so schnell geht's. Oh sieht Mann, aus so wie ein Troll. Ja, aus Jodas Bild halt. Also ich sehe da Schreck. Oh Mann. Ja, aber Boy, ein Maulwurf wacht nein. auf oh. Kopf über. Ja, nein. Gut. Wie wacht nein. denn ein Maulwurf Kopf über auf? Oh, ja, ich konnte das ist noch gut gezeichnet, aber das ist mich, bei mir nicht angekommen. Ich entschuldige also, mich für meine Maulwurf Zeichnung. Ich entschuldige mich für meine Zeichnung. Ach so, das sollte Maulwurf ja, sein. Ja, okay. Ja, oh ja, das ist ja. Ach so. Bär kam sagst, auch nicht an. Nee, Bär kam auch nicht mehr an. Sag ich doch an Bär. Ich hab jetzt einfach. Sorry, ich hab ein Reh daraus gemacht. Das hab ich bekommen. Das kam auch nicht an. Ach, sehr schön. Ach, da. Oh, wie cute. Doch, ach so. Da wurde Doggo draus. Oh, das verändert sich eh in alle Fahrzeugstunden. Aber das ist auch geil. Die Zeit rennt. Sehr schön. Jonas, what the fuck, die Zeit rennt. Wohin denn? Der Hund ist voll süß. Wohin rennt sie denn? Ja. Er schläft. Ich dachte mir, in einer Liege. Oder in der Liege. Was für eine Liege denn? Ich habe auch schon überlegt, dass sie so wie Red so eine Liege zeichnen sollte. Aber in einer Wiege. Vielleicht eine Wiege werden. Ja, ist halt ja, aber genau, das ist nämlich eigentlich eine Wiege sowas. Ja, aber beim Red war es auch noch eine Wiege. Aber die Liege ist gut gemalt. Ich war schon mal im Urlaub. Nimmt sich ja nicht viel zwischen Wege und Diege. Ah, super. Okay, eine neue Runde würde man noch machen. Nee, ich bin raus, Leute. Ich muss mir noch Kraminko und Eckstein angucken jetzt. Ach so. Hey, Buh, sorry. Nee, ich guck mir jetzt noch. Eine wundervolle Nacht, schlaf gut. Ich guck mir jetzt noch eine Runde Kraminko und Eckstein an und muss erstmal verarbeiten. Nee, du, also da bin ich raus. Ich habe auch keinen Satz mehr. Also, nee. Ich muss erstmal verarbeiten, was das eine Krähe ist. Da haben wir sowieso sehr, sehr wenig Zeit. Dann schauen wir einfach mal, dass wir die noch durchgehen. Ich gehe hier raus.